und willkommen bei mir zu Hause. Ich zeige euch heute, wie ihr eine Schuhtasche nähen könnt, wo ihr dann zum Beispiel die Schuhe, die ihr mit an den Strand nehmt oder die Badelatschen aus dem Schwimmbad reinmachen könnt. Und so habt ihr halt weder den Sand noch die Feuchtigkeit in eurer Tasche, sondern separat in dem kleinen Schuhtäschchen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo. Und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es hier auf dem Kanal ein neues Video gibt. Und das passiert ein paar Mal in der Woche. Die zwei Innentaschen der Schuhtasche sind aus Mesh. Das heißt, wenn nun Sand oder aber Feuchtigkeit an den Schuhen dran ist, dann fällt das einfach raus und ist nicht in der Tasche. Und ihr könnt die Tasche halt einfach so tragen oder aber auch mit einem Karabiner am Rucksack oder an der Badetasche festmachen. Als Innenstoff solltet ihr auf jeden Fall einen abwaschbaren und am besten auch wasserabweisenden Stoff nehmen, wie zum Beispiel eine beschichtete Baumwolle. Ich nähe heute komplett mit Softshell. Einmal ist das ja wasserabweisend und Softshell bringt ja noch sein eigenes Volumenvlies mit. Das ist ja so leicht gepolstert. Das heißt, meine Tasche hat jetzt schon einen gewissen Griff, ohne aber zu stark aufzublustern. Sagt man das Blustern bei einer Tasche? Nee, aufzutragen. Ich bin gerade dabei, mich etwas auszuprobieren, neue Wege zu gehen, was meine Videotechnik angeht. Das werdet ihr heute merken, das ist noch nicht perfekt. Ich will halt jede Menge Sachen ausprobieren und da habe ich mir gedacht, bevor ich einfach in meinem stillen Kämmerchen hier zu Hause alles alleine ausprobiere, mache ich daraus gleich die Produktion und lasst euch daran teilhaben. Bevor es jetzt losgeht, noch eine kleine Information zu Montag. Ich gehe Montag wieder live und Leute, ich bin immer noch so geflasht von dem letzten Live am Montag. Also vielen, vielen lieben Dank an alle. Das ist wirklich Wahnsinn und es macht mir so viel Spaß. Und ich freue mich auch schon wieder riesig auf kommenden Montag. Ich werde diesmal das Teddy-Kunstleder vernähen und eine Handytasche oder Brillenetui nähen. Und zwar wird das Täschchen ebenfalls die runden Bodenabnäher haben, die ich am Montag schon genäht habe, halt nur in kleiner. Und ich würde gern probieren, einmal drumherum eine Paspel dann zu machen, wie das da aussieht. Habe ich noch nicht gemacht. Probiere ich mit euch zusammen aus. Über die Maße habe ich mir bis jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Das werde ich aber spätestens morgen machen. Und ihr bekommt dann auch noch früh genug Bescheid, wenn ihr also mit mir nähen wollt, was ihr dann genau benötigt. Und wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ihr benötigt zwei Stoffe mit den Maßen 40 x 40 cm. Ich habe hier nun Softshell genommen. Der ist ja schon gefüttert, quasi bringt er sein eigenes Volumenvlies mit. Die Tasche benötigt aber nicht unbedingt Volumen. Wenn ihr eine dünne Popeline nehmt, dann könnt ihr zum Beispiel auch eine H250 oder eine S320 allerdings auch ein H640 aufbügeln, je nachdem, wie kräftig ihr die Tasche haben möchtet. Dann zweimal Meshstoff mit den Maßen 40 cm lang und 16 cm hoch. Dafür dann zweimal Schrägband, welches 40 cm lang ist. Dann ein Gurtband, womit wir dann die Tasche hochheben. Ich habe hier ein 3 cm breites und 30 cm lang, also es ist etwas kleiner als die Tasche, 30 cm. Und dann noch Schrägband. Ich nehme hier ein Fassband, welches einmal drumherum um die 40 x 40 cm, also ich brauche dann 1,60 m, herumpasst. Als erstes werden bei beiden Stoffen alle vier Ecken abgerundet. Ich nehme dazu einfach ein Glas und markiere mir das mit einem Stift und ich mache das auch nur an einer Ecke.
Dann klappe ich den Stoff zusammen und schneide gleichzeitig zwei Ecken zusammen zu. Dann sind nämlich dann die Ecken, oder besser gesagt die Rundungen, haben dann alle die gleiche Größe. An beide Messstoffe wird jeweils an eine lange Seite Schrägband oder beziehungsweise in meinem Fall Einfassband angenäht. Den Anfang und das Ende müsst ihr dabei auch nicht versäubern, da ja die Tasche am Schluss noch mit Schrägband, in meinem Fall Einfassband, ja, ich weiß, das ist ein Unterschied, umnäht wird und dadurch sind dann die Enden gesichert. Auf die rechte Stoffseite vom Innenstoff lege ich nun an zwei gegenüberliegende Seiten den Messstoff. Und zwar so, dass die versäuberte Kante, also da, wo ich das Einfassband angenäht habe, in die Mitte von dem Stoff zeigt. Und dann nähe ich beide Messstoffe knappkantig an dem Innenstoff fest. Den überstehenden Messstoff schneide ich an allen vier Ecken zurück. Dann lege ich den Außenstoff mit der linken Seite nach oben vor mich. Nehme mir dann meinen Innenstoff mit den angenähten Meshtaschen und den lege ich mit der linken Seite auf die linke Stoffseite vom Außenstoff. Achte darauf, dass alles bündig aneinander liegt und nähe dann einmal knappkantig um den kompletten Rand drumherum, so dass beide Stoffe gut miteinander verbunden sind. Die Tasche lege ich mit der Außenseite nach oben vor mich und markiere mir dort längs die Mitte zwischen den beiden Meshtaschen. Nun brauche ich das Gurtband und da mein Gurtband aus Baumwolle ist, habe ich mir alle offenen Schnittkanten mit einem Zickzackstich versäubert. Und damit mir gleich beim Nähen das Gurtband nicht verrutscht, habe ich mir auf die Enden doppelseitiges Klebeband geklebt. Vom Rand messe ich mir nun 7 cm ab und lege dort mittig auf die Längsmarkierung das Ende von meinem Gurtband. Natürlich messe ich auch auf der anderen Seite die 7 cm ab und positioniere dort das andere Ende von dem Gurtband. Dann nähe ich beide Gurtbandenden mit einem 3 cm großen Quadrat oder besser gesagt mit einer X-Box an dem Außen- und Innenstoff fest. Dadurch sind halt Außen- und Innenstoff von der Tasche miteinander gut verbunden und können sich nachher beim Gebrauch nicht gegeneinander verschieben. Ich nähe ja heute mit Einfassband. Besser wäre gerade bei den Rundungen, wenn ihr mit Schrägband näht. Das legt sich nämlich besser in die Rundungen und ist dehnbarer. Aber ich hatte halt gerade kein Schrägband zur Hand, aber den schönen pinkfarbenen Stoff, der, wie ich finde, einfach super zu der Tasche passt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Einfassband in zwei Schritten anzunähen. Wenn ihr Schrägband habt, dann könnt ihr auch das komplett um die Kante drum rumlegen und dann im einen Schritt annähen. Aber da das halt Einfassband ist und sich das nicht so schön in die Rundung reinlegt, habe ich halt mit dem 2-Step-Annähen etwas mehr Kontrolle bei den Kurven darüber und kann dann das Einfassband besser legen, sodass halt weniger Falten entstehen. Wenn ihr euer Schräg- oder Einfassband ebenfalls in zwei Schritten annähen möchtet, dann näht den Anfang und auch das Ende noch nicht fest, sondern lasst beide Enden so 2-3 cm überstehen. Dann könnt ihr nämlich den überstehenden Anfang einmal nach innen einklappen und das überstehende Ende dann in den Anfang reinlegen. Und wenn ihr dann das Schräg- oder Einfassband im zweiten Schritt annäht, habt ihr auf der Außenseite keine offene Kante, sondern es sieht schön und sauber aus. Nun müssen nur noch die beiden Druckknöpfe angebracht werden und achtet auch darauf, dass die passenden Gegenstücke an den jeweiligen richtigen Seiten angebracht werden, so dass ihr dann hinterher halt die Tasche zumachen könnt und an dem Griff auch tragen könnt. Ich habe die Druckknöpfe jeweils 3 cm von den Rändern in jeder Ecke angebracht. Und voilà, eure Schuhtasche ist fertig. Wenn ihr anstatt Einfassband
so wie ich das genommen habe, Schrägband nehmt, dann habt ihr in den Rundungen nicht diese Faltenbildung und es sieht halt alles etwas professioneller aus. Allerdings muss ich sagen, stört mich das bei der Tasche nicht und ich konnte halt auch noch einen schmalen Stoffrest verwerten. Also denkt dran, Montagabend 18 Uhr wieder live hier bei mir auf dem Kanal. Und wenn ihr jetzt gerne noch eine andere Nähinspiration möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne nochmal hier in das Video reinschauen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.